Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Ich werde, glaube ich, erst nochmal zurückgehen, ein paar Sachen entladen. Zum Beispiel ein paar Waffen weglegen, weil ich habe so viele Waffen bei. So viel brauche ich nicht. Braucht doch keiner. Tausende von irgendwelchen Waffen mit und sag mal, wenn ich von jedem Munitionstyp irgendwie eine habe, das sollte eigentlich reichen. Sollte man mal meinen. Wieso sind ja wieder die Türen auf? Unglaublich. So, jetzt will ich erstmal hier noch meine Puppe reinsetzen. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses. So, wo ist hier Energiewaffenwackelpuppe? So, jetzt setzen wir dann auch mal da rein. Mehr habe ich, glaube ich, eh nicht mit. Robofan. Ich könnte allerdings noch hingehen und hier noch so ein paar von den Zeitschriften da reinsetzen. Diverses. Atomic Command. Supermutanten. Da muss ich auch mal durchlesen hier. Blick aus der Vault. Könnten wir auch mal machen. Soll nicht jetzt sein. Pipefall. Was ist das denn? Eine Zeitschrift? Pistolen und Patronen? Ja, ne? So, das tun wir mal da rein. Das Robofan 7. Tabu-Tattoos. Tun wir auch mal da rein. Notizen, ne. Handbuch für verdeckte Einsätze. Muss ich das lesen? Muss ich mal gucken. Erstmal Sommer, habe ich gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal, was wir hier noch so lesen können. Diverses. Ordner. Was sind das für Ordner? Nix. Irgendwelche Holobänder. Schlüssel. Techniker. Tischnotiz. Lesen. Ah, schön. Und jetzt? So. Tabu-Tattoos. Ich würde sagen, dann packen wir auch mal da rein. Wo ist das Ding jetzt? Techniker, persönlicher Eintrag, hier. Packen wir da auch mal rein. So. Dann könnten wir mal zu der Werkbank gehen. Der geht da immer wieder raus, ey. Mach doch mal wieder die Tür zu, du blöden Roboter, ey. Transfer. Nee, nicht Transfer. Herstellen. Impro-Pistole. Müll. Kellogg's-Pistole. Jagdgewehr. Rechtmäßige Herrschaft. Rohrzange. Kompensiert. Kalibriert und mächtig. Ja, verlassen. Ich packe erstmal ein paar in der Kiste rein.
Ich muss so mal sehen, welche Waffen ich überhaupt hier habe. Waffen. So, Impro-Pistole. Ist eine 38er. Die kann eh nicht so viel. Die packen wir mal da rein. Revolverpistole 45. Impulsgranaten packen wir auch mal weg. Institutgewehr. Die könnten wir eigentlich mal verwerten. Leuchtpistole. Ja, brauche ich die überhaupt? Obwohl, die wiegt ja nichts, wa? Die Maschinenpistole. Ihr rechtmäßige Herrschaft, das ist nämlich schon recht gut. Eine Rohrzange. Die kann ich verwerten. Ich brauche keine Rohrzange. Zum Kloppen wahrscheinlich oder so. Splittergranaten, Splitterminen brauche ich nicht. Institutpistole. Die kann sowieso nichts. Die können wir da mal verwerten. Giftmischer. Schaden 3. 24. Und hat die andere? Impro-Revolver. Oh, 30. Die lassen wir mal drin. Kompensiert, das ist meine gute. Doppelläufige Schrotflinte von 45. Scharfschützengewehr. Kampfflinte. Schrot. Da können wir ja die wegtun. So. Was haben wir denn da? Da haben wir eine Schrot. Eine 308. War noch immer 45. 308, 10, 45, Impro Revolver. 24, 30. Die tun wir auch mal weg. Maschinenpistole. Jagdgewehr, Institutpistole. Können wir auch mal wegtun. Institutgewehr. Auch weg. Impro-Revolverpistole, 45er. Aber hier die Kellogg-Pistole ist auch 45, ist 44. 45er. Noch immer eine 45er. Da, Maschinenpistole, auch 45. Noch irgendwie eine. Hier. Noch ein Impro-Revolver. Die hat einmal Schaden von 30. 24. Tun wir die auch mal weg. Was wiegt denn hier eigentlich so viel? Mit Bajonett. Scharfschützengewehr. 10 mm. Ja, können wir noch Schrott verwerten? Ah. Nicht besonders viel. Aber können wir mal tun. So, dann haben wir hier noch. Wollte ich ja noch was verwerten. Maschinenpistole, rechtmäßige Herrschaft, Rohrzange. Die können wir verwerten. Bringt ein bisschen Stahl. Kompensiert und mächtig. So, den tun wir mal umbenennen.
Das ist dann, die nennen wir mal Susi. Lasergewehr, kompensierte Scharfschützengewehr. Da könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir die nicht modifizieren können. Gehen wir hier mal durch. Schwerer Verschluss, abgestimmter Verschluss. Oh, hier 46, ey. Gehärtet. Mächtiger Verschluss. Wird dann halt ein wenig schwerer. Aber anfertigen. Verlängerter Lauf. Sollten wir vielleicht besser auf einen leichten Lauf nehmen. Dann ist sie nicht ganz so schwer. Dann haben wir hier kurzen Kolben. Dann wird die aber wieder schwerer. Ist natürlich auch ein bisschen doof. Lassen wir mal so. Dann haben wir ein mittleres Magazin. Wird die auch wieder schwerer durch. Schnelllademagazin. Ich glaube, ein Schnelllademagazin ist auch ganz gut. Machen wir auch mal. So, dann haben wir Kurzreichweiten Zielfernrohr. ...92, 98. Das hatte ich so. Ja, die wird etwas mehr Gewicht. Zwar ein bisschen mehr Präzision, aber... Okay, hier der Bajonett hat. Können wir eigentlich mal wegtun, ey. Hier, keine Mündungsbremse. Weg damit. So. Was können wir denn noch machen? Des Giftmischers Lasergewehr. Hier, das Ding wollte ich verwerten. Kann ja eh nichts. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Standardkondensator. Photonenreger. Erreger. Achso. Beta-Wellentuner. Jo, optimierter Kondensator. Ich glaube, wenn man den optimiert, ist das auch noch besser. Den optimieren wir mal. So. Kurzer Lauf. Was haben wir hier denn? Verlängerter Lauf. Verbesserter kurzer Lauf. 35. 203. Oh. Hat natürlich dann viel mehr Ausweite, aber der hat natürlich wieder mehr Schaden. Mehr Reichweite oder mehr Schaden? Ja, ist die Frage, ne? Da fehlen mir ein paar Sachen für. Glasfaseroptik. ...38. Ja, ich glaube, da kann ich besser hingehen und warten, bis ich das Zeug dafür habe. Vollständiger Kolben. Präzisionskolben. Lassen wir mal... Standardvisier. Da haben wir noch mehr... Reflexvisier. 90, 96. Zielfernrohr. Bauen wir auch mal an.
So, Mündungsbremse. Ein Strahlstreuer. Hat er wieder weniger Reichweite? Ja, hier denn. Ein Strahlbünder. Hat hier aber wieder weniger. Lassen wir das. Was können wir noch machen? Können wir Susi noch ein bisschen bearbeiten? Können wir nicht. Bringt mir weniger Schaden dann. Was für ein Blödsinn. So, was haben wir hier? Verlängerter Lauf. Dann haben wir schon. Scharfschützengriff. Großes Magazin, Schnelllademagazin, Standardvisier, Leuchtvisier. Ja, hat auch nicht viel mehr Präzision, ein Punkt mehr. Kompensator. Den haben wir sowieso schon drauf. Dann lassen wir das so. Maschinenpistole. Was können wir mit dem Jagdgewehr noch machen? Schwerer Verschluss, gehärteter Verschluss. Dann nehmen wir einen gehärteten Verschluss. Verlängerter Lauf, kurzer Kolben, Standardvisier. Zielfernrohr 98. Nehmen wir auch mal. So. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Wie sieht das mit dem Gewicht aus? 240, 295. Schrott. Auch noch ein wenig drin. Hilfsmittel. Kleidung. Kleidung könnte ich auch noch was weglegen, glaube ich. Weiß auch gar nicht, ob ich das schon geupdatet habe, dass ich da mehr machen kann mit. Hier haben wir unseren Kleiderschrank. Legen wir mal weg. So. So, ja, 220. Dann können wir schon wieder was ablegen. So, was haben wir hier denn? Was hast du denn noch so bei? Aufgepasst. Was meins ist, ist ihres, Ma'am. Ja, weiß ich. So. Gib mir mal alles, was du hast. Zumindest, was ich so alles tragen kann. Möglich hat er mehr tragen kann als ich. Alles. Boah, ich breche gleich zusammen. Ach, hier haben wir schon wieder irgendein anderes Zeug. Kurz was sagen? Natürlich, was hat er denn? Was los? Was gibt's, Cotsworth? Sehr liebenswürdig, Ma'am. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe Sie und Ihre Familie immer bewundert. Seit dem ersten Tag, als meine visuellen Sensoren zum ersten Mal aktiviert wurden. Sie und Ihr Mann, Sie waren so gut zu Sean und haben mir die Pflege des kleinen Wonneproppens anvertraut. Er wird ganz warm um den Reaktorkern. Sie Aha. können sich vorstellen, wie verzweifelt ich war, als die Bomben fielen und sie in den Vault flohen. Ich fand keine Hinweise auf ihren Tod. Ich konnte nur hoffen, dass sie es alle rechtzeitig geschafft hatten. Als sie zurückkamen, war ich überglücklich. Ich führte eine Komplettdiagnose durch, um sicherzustellen, dass ich keine Fehlfunktion hatte. Aber diese Nachricht von ihrem Mann und Sean.
Glauben Sie mir, nur ein wahrer Held kann so etwas durchstehen. Nee? Ich bin ein Held? Hältst du mich etwa für einen Helden? Davon bin ich weit entfernt. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, Ma'am. Denken Sie daran, was Sie in dieser trostlosen Welt erlebt und geschafft haben. In den 200 Jahren habe ich gute Männer und Frauen zerbrechen sehen. Aber Sie, Ma'am, sind der Inbegriff dessen geblieben, wonach die Menschheit streben sollte. Ja, das bedeutet mir viel. Danke, Cotsworth. Das bedeutet mir eine Menge. Sie müssen mir nicht danken, Ma'am. Das ist nicht nötig. Ich glaube, dass nur Sie es schaffen können, das Commonwealth zum Guten zu verändern. Aber genug geredet. Meine Ansicht steht fest. Machen wir weiter. Durch das Erreichen Robotersympathie erhalten. Na, schön. Wunderbar.